Wir müssen den Krieg beenden. Wir müssen alles tun und wir müssen aufhören, die Waffen zu liefern. Wir müssen aufhören, Milliarden in den Ukrainern liefern, damit die sich gegenseitig hochdrehen. Irgendwo kommen wir in die Gefahr der Atomgeschichte, weil ich sage jetzt mal, bevor eine ehemalige Großmacht als Verlierer vom Platz geht, könnte natürlich sein, dass Reaktionen kommen, die wir nicht erwarten können oder dürfen. Und deshalb sage ich, wir müssen alles Diplomatische tun und auch die Politik und der Mainstream und ARD und ZDF muss endlich mal wissen, es gibt auch eine Alternative, als nur Waffen liefern, Krieg hochheizen, Russland besiegen. Das wird es nie geben. Wir können nur Frieden schließen und irgendwo den Krieg beenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marc spricht mit, heute dem Unternehmer Wolfgang Krupp. Herr Krupp, wunderschönen guten Tag. Einen schönen guten Tag. Schön, dass wir wieder miteinander sprechen können. Wir hatten ja schon das Vergnügen und jetzt haben wir tatsächlich turbulente Zeiten. Vieles von dem, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, bricht sich jetzt seinen Weg. Wir sehen eine Krise nach der anderen und momentan sehen wir eine hohe Inflationsrate. Wir sehen eine Art Deindustrialisierung. BASF hat schon angekündigt, dass sie die Investitionen in Europa stoppen wollen. Und natürlich kam jetzt aus der Abonnentenschaft groß die Frage, lad doch mal wieder bitte den Herrn Krupp ein, der redet Tacheles, und mal seine Meinung zu hören, wo steht Deutschland gerade, was macht ein Unternehmer und wie ist sein Ausblick? Also, Bühne frei für Sie. Wo stehen wir aktuell? Gut, wo wir stehen, das kann ich Ihnen auch so genau nicht sagen. Stehen wir am Ende der Problematik oder erst am Anfang? So wie Sie mir vorhin ja sagten, wird noch einiges zu erwarten sein. Ich persönlich finde es unverantwortlich, dass wir zugelassen haben, dass es zu dieser Problematik kam. Wenn man 20 Jahre mit Russland top zusammenarbeitet, sich sogar einseitig abhängig macht und große Freundschaft war, dann kann es normal zu diesem Krieg nicht kommen. Der hätte diplomatisch im Vorfeld gelöst werden müssen. Und vor allem sind wir Russland natürlich auch einiges schuldig. Wir haben die Wiedervereinigung durch Gorbatschow und Schewardnadze und einige Herren bekommen. Und das war sicherlich ein großes Geschenk. Das hat man sicher nicht gedacht, dass das doch so schnell möglich ist. Und da sind wir auch verpflichtet, dass wir auch mal die andere Seite beobachten und auch mal Rücksicht nehmen. Und ich sag mal, dass Russland natürlich nicht wollte, dass die NATO immer weiter Richtung Osten marschiert. Das ist eine logische Folge. Das würde der Amerikaner auch nicht akzeptieren, wenn der Russe gegen Mexiko marschiert. Und da hätte man rechtzeitig Einhalt bieten müssen und sagen müssen, okay, wir haben gute Geschäftsverbindungen, wir sind Partner, wir brauchen uns gegenseitig und wir brauchen jetzt nicht militärische Macht an allen Grenzen. Und dann wäre vielleicht der Krieg gar nicht zustande gekommen. Ich kann es nicht beurteilen. Ich kenne Putin nicht, habe keine Beziehung, kann auch nicht urteilen, bin in der Politik auch normal nicht zu Hause. Ich sage nur, wenn bei mir, ich wohne ja gegenüber der Firma, habe ich mein Privathaus, und wenn ich nachts über die Straße laufen würde und da sich zwei bekriegen würden oder schlägern würden, dann würden Sie sagen, wenn Sie hören würden, dass ich dem einen eine große Axt gegeben habe und dem anderen ein großes Messer, ob ich noch bei Sinnen bin, denn ich muss eine Auseinandersetzung schlichten und beilegen und nicht hochheizen mit immer mehr Waffen und so weiter, was wir im Moment machen. Und das kostet uns, das kostet Europa Milliarden. Und wenn die Politik meint, das alles unterstützen zu müssen, anstatt versuchen, auseinander zu dividieren und zu besänftigen und sagt, kein Problem, die Wirtschaft bezahlt, wir schicken Milliarden in die Ukraine und Ukraine kann machen, was sie will, sie kann fordern, was sie will. Wenn wir sagen, der Aufbau wird 350 Milliarden kosten, dann sagt Herr Zelensky, kostet 750 Milliarden, wir nicken und sagen, überhaupt kein Problem. Und ich frage mich, ist das verantwortlich oder ist das eben unverantwortlich? Wir müssen Einhalt gebieten und irgendwo wissen, auch die Wirtschaft hat irgendwo Grenzen und kann nicht alles, was wir meinen, ausgeben zu müssen, auch bezahlen. Und vor allem die Bürger. Denn das, was auf die Bürger zukommt in Energieknappheit und so weiter,
Das können wir denen nicht zumuten, denn die haben genauso wenig verbrochen. Ich sag mal, und die, die das so problemlos sagen, die sollten mal auch mit ihren Gehältern dafür haften, so wie ich mit meiner Rechtsform EK für alles, was bei Trigema entschieden wird, ob ich es entschieden habe oder andere, voll in der Haftung stehe, und bevor andere bezahlen müssen, habe ich nicht mal mehr ein Dach über dem Kopf. Und wenn das auch so wäre, mindestens, dass die mit ihren Gehältern haften, dann wäre vielleicht manches etwas überlegter, verantwortungsvoller und nicht einfach so der Allgemeinmeinung eben ausgeliefert. Da bin ich ganz bei Ihnen. Ich fordere schon lange, dass die Politiker auch haften müssen, wie jede Unternehmer und auch jeder Bürger, weil Risiko und Haftung gehören immer zusammen. Und vor allem haben sie ja die Verantwortung über das Volksvermögen als auch über die Sicherheit. Und ich bin auch bei Ihnen bezüglich der Waffenlieferungen. Waffenlieferungen haben historisch gesehen noch nie zu Frieden geführt. Ganz im Gegenteil, zu mehr Eskalation, mehr Leid und Tod natürlich. Jetzt ist es ja so, dass wenn man Frieden fordert und wenn man die Waffenlieferungen in Frage stellt oder auch sogar die Sanktionen in Frage stellt, wird man ja sofort diffamiert. Also nach dem Motto, ja, man ist Putin-Versteher, man ist gegen die Ukraine und es gibt ja nur eine Meinung momentan. Also merken Sie da auch Gegenwind, wenn Sie so jetzt klar die Wahrheit äußern oder die Fakten äußern, die Sie beschäftigen, Ihre Meinung äußern? Also das, was Sie sagen, ist richtig. Der Mainstream im Moment ist so, dass sie dass alles gegen Putin gerichtet, gegen Russland gerichtet ist, dass man nichts sagen darf. Und wenn man was sagt, kriegt man Kritik. Aber es stimmt nicht ganz. Ich habe ja schon mehrfach Interviews gegeben und habe dann bei einem Interview, das sich sehr verbreitet wurde, habe ich mal die E-Mails und die Antworten, die ich bekam, habe ich mal sortiert und habe natürlich auch einige Schläge bekommen. Und die Schläge sind ja dann oft gravierender oder die nimmt man gravierender. Und dann habe ich mal zusammengezählt, wie viele negative Antworten ich bekommen habe und wie viele positive. Und dann habe ich festgestellt, 23% waren negativ. Die haben mich schwer kritisiert und ich sei doch allerhand, dass ich also nicht, dass ich für Putin oder Russland oder was. Und 77% haben mir gesagt, Herr Krupp, endlich mal einer, der öffentlich auch mal etwas sagt, was heute gar nicht mehr gesagt werden darf. Und wir stehen zu Ihnen und so. Die Mehrheit der Allgemeinheit, der Meinung ist im Prinzip gegen diesen Krieg und will einen Frieden und will im Prinzip, dass man auch ein bisschen Verständnis hat für Russland oder so weiter. Das hat nichts damit zu tun, dass ich einen Krieg unterstütze oder sonst was. Oder Putin hat sicherlich einen entscheidenden Fehler gemacht, den Krieg überhaupt anzufangen. Also ich fange keine Streiterei an. Ich habe mit vielen Kunden, habe ich Millionen umgesetzt und irgendwann sind Karstadt oder so ähnlich, haben die meine Kunden versagt und dann ist es zu Ende gegangen. Ich habe aber nie mit irgendeinem Kunden gestritten. Das gibt es nicht. Ich habe nicht mehr geliefert oder habe das aber nie gestritten. Und das gab es nicht und das sollte so sein. Wir müssen auch Verständnis haben für den anderen, audiator et altera pars, und müssen versuchen, Probleme im Vorfeld zu lösen und in der heutigen Zeit einen solchen Krieg zuzulassen. Das ist für mich unverständlich und nicht nachvollziehbar. Ja. D'accord. Also ja, Krieg, wie gesagt, finde ich auch schrecklich. Es ist nie die Lösung eigentlich und die Leidtragenden sind immer die Menschen, die Bürger. Ich meinte auch mit Stigmatisierung und Diffamierung natürlich eher die Medien oder auch die Politik, weil in letzter Zeit war es ja immer so, wenn man sich kritisch gegen das Narrativ geäußert hat, also nicht nur beim Krieg, sondern auch schon davor, wir hatten diese Corona-Krise und so weiter, dann wurde man ja sofort gebrandmarkt und hat man dann gleich, wurde man von den Medien zum Beispiel in irgendeine Schublade gesteckt, ne? Meistens war es dann irgendwie die Populisten-Schublade und so weiter, um dann halt auch nicht mit den Menschen in die Diskussion zu gehen, in den Diskurs zu gehen, weil man vielleicht auch gar keine Gegenargumente hatte. Das war so mein Argument diesbezüglich eher. Und also wir sehen halt einfach auch, dass die Politik momentan da gerne immer wieder mal diese Populistenkeule rausholt und sagt, ja, mit dem brauchen wir gar nicht reden, das ist ja nur, ein Schwurbler oder der ist ja bei der AfD. Das habe ich damit gemeint, weil wir sehen es ja auch bei Sarah Wagenknecht, die ja auch dann das ein oder andere Richtige sagt, die war ja auch schon hier im Kanal, dass man dann praktisch die beschimpft. Und was ich halt grotesk finde, Herr Krupp, ist natürlich tatsächlich, dass die Friedenspartei, die Grünen, die in der Vergangenheit immer die Ostermärsche organisiert haben, die größten Unterstützer für Waffenlieferungen sind. Und das verstehe ich nun mal gar nicht. Wie ist es da bei Ihnen? Also ich muss Ihnen da beipflichten, auch ich
verstehe das nicht. Ich sag mal, wenn Sie Sarah Wagenknecht angeschnitten haben, dann bin ich voll bei Sarah Wagenknecht. Alles, was sie sagt, kann ich voll unterstützen. Egal, auch eine Reichensteuer, eine Erbschaftssteuer oder Steuern dieser Art. Wenn wir zulassen, dass solange die Leute Erfolg haben, kassieren können und wenn sie keinen Erfolg mehr haben, verteilen sie es an den Steuerzahler, wie bei Karstadt jetzt. Das kann es nicht sein. Wir brauchen die Haftung zurück, die Verantwortung zurück und wenn einer entsprechend Erfolg hat, dann kann er auch verdienen, kein Problem. Aber wenn er Misserfolg hat, dann kann das nicht umverteilt werden. Wir brauchen die Verantwortung zurück in die einzelnen Entscheidungsträger und die Haftung in die Unternehmer. Deshalb habe ich schon lange gesagt, warum wir eigentlich nicht sagen, ich habe eine Rechtsform EK, hafte ja für alles, was bei mir geschieht, ob ich es zu verantworten habe oder nicht. Ich stehe mit meinem gesamten Privatvermögen gerade und zahle die gleiche Steuer wie jeder, der nicht haftet. Das heißt, wenn Sie eine Versicherung abschließen und dann fragen Sie nach Vollkasko und Selbstbeteiligung, ist die Prämie gleich, macht jeder Vollkasko. Und das kann nicht sein. Wir brauchen wieder das zurück, die Verantwortung in die Entscheidungsträger zurück. Und dann müssen wir sagen, die Verantwortung und Haftung übernehmen, die bekommen zum Beispiel den halben Steuersatz, also die halbe Einkommensteuer. Dann gehen die Unternehmen zurück in die Haftung und dann sind die Entscheidungen überlegter, verantwortungsvoller und vor allem nicht der Gier und dem Größenwahn ausgesetzt. Und das ist entscheidend. Wenn wir aber zulassen, dass Karstadt, ich sag mal, dass ein Berggrün, zunächst hat ein Insolvenzverwalter das ja bekommen damals in der Insolvenz, das zu Ende zu führen. Dann hat er einen Berggrün, ich weiß nicht, ob Sie das noch wissen, verkauft. Ja. Und dann hat man in der Presse gelesen, dass der Berggrün, ein amerikanischer Milliardär, ich kannte den Vater, weil er mal eine Ausstellung der Vater, ein begnadeter Kunsthändler in Balingen gemacht hat. Und da habe ich ihn zufällig kennenlernen dürfen, dass sein Sohn, der also Junggeselle ist und nur im Flugzeug lebt oder was weiß ich, das übernommen hat, 100 Millionen rausgenommen und dann dem Benko gegeben hat für 1 Euro, glaube ich, oder was. Ja. Dann frage ich mich, hat der Insolvenzverwalter, der Millionen bekommt, nicht schon versagt? Denn wenn ein Berggrün, der keine Ahnung von Karstadt hat, problemlos 100 Millionen rausholt, dann sage ich, das wäre Aufgabe des Insolvenzverwalters gewesen, diese 100 Millionen für die Gläubiger rauszuholen. Ja. Dann kriegt es der Benko, dann macht der Benko eine Grundstücksgesellschaft links in die Tasche und eine Immobiliengesellschaft. Alles, was positiv ist, geht links in die Tasche, ist privat. Und das, die Betreibergesellschaften, die das dann abmieten, die sind rechts in der Tasche und die lässt man zweimal in der Zwischenzeit Konkurs gehen. Und dann lässt man den Staat einspringen und das wird alles abgenickt. Das kann nicht sein. Wir brauchen Haftung und Verantwortung zurück. Ich habe nichts dagegen, wenn einer Millionen verdient, wenn er Leistung bringt. Aber wenn einer Millionen bekommt für eine Fehlleistung, das kann es nicht sein. Und deshalb hätte ich auch vorgeschlagen, auch denen, die nicht Inhaber sind, sondern die Millionen Gehälter, Bezüge haben, dass sie mindestens mit ihren Bezügen in der Haftung stehen. Dann sind sicherlich die Entscheidungen etwas überlegter und vor allem nicht dem Größenwahn und dem immer mehr ausgeliefert. Und Sarah Wagenknecht hat da vollkommen recht, wenn sie dann nach Reichensteuer, Erbschaftssteuer, Vermögensteuer spricht, weil wenn man auf diese Weise zum Vermögen kommt, dass man sagt, solange es gut geht, ja, wenn es schlecht geht, der Steuerzahler, dann gibt es natürlich eine Forderung nach Reichensteuer. Ich glaube nicht, dass bei mir eine Sarah Wagenknecht sagen würde, den Krupp müssen wir besteuern, der muss mehr Erbschaftssteuer oder alles Mögliche. Auch wenn meine Kinder die Firma mit voller Haftung übernehmen, dann sehe ich an für sich nicht ein, wenn sie das ganze Risiko übernehmen, dass dafür noch eine satte Erbschaftssteuer notwendig ist. Ich würde begrüßen und der Staat müsste begrüßen, wenn die Kinder sagen, wenn ich brauche keine Steuern bezahlen, dafür habe ich aber die Haftung und Verantwortung, wenn ich das Erbe übernehme und muss für alles persönlich gerade stehen. Dann wäre vieles anders. Ja. Absolut. Wie gesagt, eigentlich gehört in der freien Marktwirtschaft Risiko und Haftung immer zusammen, aber das wurde in den letzten Jahren ausgehebelt, auch von der Politik. Die Politik hat so die ein oder andere historische Fehlentscheidung getroffen. Waren denn die Sanktionen gegen Russland auch eine Fehlentscheidung Ihrer Ansicht nach?
Also ich kann es nur beurteilen, mich haben sie ja weniger betroffen, indirekt natürlich schon, weil wir kein Gas kriegen und das und jenes oder knapp wird oder die Preise sind. Ja. Ich sag mal, bevor ich einen Kunden bestrafe, indem ich sage, ich liefere den nicht mehr, müsste ich mir vorher überlegen, ob ich mir nicht selber größeren Schaden zufüge. Dann muss ich auf die Zähne beißen und sagen, okay, ich mag zwar den Kunden nicht, aber ich werde ihn weiterhin beliefern, damit ich keinen größeren Schaden habe. Und das hätten die, die die Sanktionen eingerichtet haben, natürlich vorher überlegen müssen. Aber wenn ich sage, wir beziehen kein Gas mehr von Russland oder kriegen keins mehr und dafür kann Herr Putin das Gas teurer irgendwo anders hin verkaufen und hat mehr Einnahmen, dann ist das die Frage, ob das ein Eigentor ist oder nicht. Und so ähnlich ist es, wir haben Gazprom 1 gebaut und Gazprom 2 gebaut, haben 20 Milliarden reingesteckt, das spielt alles keine Rolle. Ich meine, das wäre, wenn ich sage, ich mache in dieser Größenordnung im Verhältnis zu Trigema Investitionen, dann kann es nicht sein, dass die Investitionen bezahlt werden und überhaupt nie genutzt werden. Das wäre für mich kaufmännisch undiskutabel, aber scheinbar ist in der Politik eben vieles möglich. Ja, jetzt sehen wir ja auch die, was Sie gerade Nord Stream erwähnt haben, wir sehen ja auch diesen Anschlag, da hüllt sich ja die Regierung auch in Schweigen. Wir alle wissen nicht, wer es war, aber ich denke mal, wenn es Russland gewesen wäre, würde es natürlich auf der Bild-Zeitung stehen und in jeder anderen Zeitung. Also das ist ja Volksvermögen, wir haben das ja mitbezahlt. Also brauchen wir nicht eine Aufklärung, müssen wir nicht erfahren, wer es war, um dann auch denjenigen zur Kasse zu beten, weil wir reden ja über Milliardeninvestitionen, die wir Deutsche eigentlich über Steuern da rein investiert haben für eine sichere und günstige Energieversorgung für die Zukunft, für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Sie sprechen jetzt unseren Rechtsstaat an und da habe ich schon lange Zweifel, weil der anständige Bürger ist schon lange nichts mehr wert, aber der Unanständige wird gehypt. Verstehen Sie? Und ich sage mal, wenn einer drei umgebracht hat, dann wird da alles eingesetzt, um den irgendwo freizusprechen. Wenn Sie an die RAF denken, ich sage mal, 10 Jahre lang konnten die, wurden Rechtsanwälte und alles bezahlt, damit diese, die mörderisch umgegangen sind, ich sage mal, verteidigt wurden und alles der Steuerzahler. Die Frage ist, ob unser Rechtsstaat nicht am Schluss gar kein Rechtsstaat mehr ist, weil der Anständige der Dumme ist und der Unanständige gehypt wird. Das nur nebenbei. Ich sage jetzt mal, wenn man sagt, man kann, wenn auch jetzt die Demonstrationen sind und ich sage jetzt mal, die Leute sich festkleben können und Straßen besperren können, dann ist die Frage, ob das so weit gegangen werden kann, dass wir sagen, es kann demonstriert werden, es können ganze, in Berlin ganze Straßenblöcke und da könnte ein Notarzt kommt nicht mehr durch oder Feuerwehr und so weiter. Irgendwo gibt es Grenzen und ich habe mich auch an die Gesetze zu halten und wenn ich auf der Autobahn, wenn 100 ist, 130 fahre, wird mir der Führerschein abgenommen. Da fragt kein Mensch, ob ja oder nein, aber bei den anderen, da wird überall Rücksicht genommen. Je schlimmer die Taten sind, desto mehr Rücksicht wird genommen und da finde ich, sollten wir wieder zum eigentlichen Rechtsstaat, sodass man sagt, Recht ist das, was auch tatsächlich Recht ist und alles, was dagegen spricht, das sollte man an für sich etwas mehr einschränken. Ja, wir sehen ja jetzt, dass durch diese Sanktionen natürlich auch Kollateralschäden entstehen. Sie haben es schon erwähnt. Wir sehen Inflation, eine historisch hohe Inflation, die höchste seit 40 Jahren. Wir sehen die Rohstoffpreise explodieren, die Erzeugerpreise explodieren. Auch Sie im Unternehmen werden sicherlich davon berichten können, dass Einkaufspreise massiv gestiegen sind für Rohstoffe, für Handelsware und so weiter. Also was macht die Energiekrise, also auch Gas, Strom und so weiter, was macht die für Trigema aus? Also wie steht es um Ihr Unternehmen? Also wir sind, das darf ich natürlich sagen, wir haben 100% Eigenkapital. Ich habe 53 Jahre führe ich den Betrieb, bin verantwortlich in dritter Generation. Ich habe noch nie ein Jahr negativ abgeschlossen. Natürlich gab es zig Probleme. Es gab nur Economy-Krise, Bankenkrise, Pandemie 1, Pandemie 2, jetzt Krieg, Ukraine. Es gibt sehr viel schwierige, viele Probleme gab es. Aber das ist meine Aufgabe, dass ich nicht nur in guten Zeiten sage, alles ist wunderbar, sondern dass ich auch in schwierigen Zeiten hinstehe und sage,
das sind meine Probleme. Ich habe meinen Mitarbeitern in der New Economy Krise klar gesagt und in der Pandemie auch, dass das nicht das Problem des Mitarbeiters ist. Arbeitsplätze sind garantiert. Wenn sie alles tun, was wir anordnen, dann sind die Arbeitsplätze garantiert, auch zukünftige Arbeitsplätze. Und ich muss die Probleme, die auf die Firma zukommen, das ist meine Aufgabe, dass ich die rechtzeitig erkenne und dann entsprechend gegensteuere oder versuche, die Probleme eben nicht so groß werden zu lassen. So haben wir im ersten Pandemiejahr natürlich plötzlich sehr schnell 2,3 Millionen Masken genäht. Ich habe innerhalb einer Woche umgestellt auf Maskenfertigung. Im zweiten Jahr haben wir natürlich den Online-Shop, der ist explodiert. Da haben wir 50%, nachdem die Läden geschlossen waren, diesen Umsatzausfall 50% über online egalisieren können und 50% habe ich voll auf Lager gearbeitet, auf mein Risiko. Ich muss natürlich nicht nur gute Zeiten haben, sondern ich muss auch die guten Zeiten dafür haben, damit ich auch schwierige Zeiten durchstehen kann. So auch jetzt mit Gaskosten alles. Ich sag mal, ob Baumwolle, die Baumwollpreise sind drauf, die Grundenergie, dann die Gaskosten sind drauf. Das kostet uns Millionen, aber ich kann nicht bei jeder Geschichte, wenn es schwierig wird, nach dem Staat schreien. Ich habe noch nie eine Subvention verlangt oder sonst etwas. Ich habe auch noch nie Kurzarbeit gemacht. Ich garantiere die Arbeitsplätze, weil ich nicht nur die guten Zeiten nutze, sondern auch selbstverständlich in den schwierigen Zeiten sage, jetzt muss ich auch herhalten, wir haben gute Jahre gehabt und werden damit auch die schwierigen Jahre durchstehen. Sehr gut. Und haben Sie die Möglichkeiten schon gehabt, also die Preise weiterzugeben an die Kunden, an die Endkunden, an die Zwischenhändler oder haben Sie jetzt erstmal alles intern irgendwie verkalkulieren können oder mussten Sie jetzt schon die Preise für die Produkte erhöhen? Gut, wir haben die Produkte 2x3% angehoben. Mehr können wir nicht, weil ich ja ein Produkt fertige, das auch Sie, wenn Sie es sich nicht top leisten können, nicht brauchen. Die Schränke sind überall voll und bei den Damen gehen die Schränke meistens nicht mehr zu und bei den Männern sind sie voll. Und ich sag mal, das war früher schon so, wenn Knappheit war, wenn das Einkommen schwieriger war, wenn Arbeitslose waren, das Schlimmste war New Economy Krise, wo 20%, 25% Arbeitslose waren. Da spüren wir sofort, wer arbeitslos ist, kauft mein Produkt nicht mehr, weil der braucht gar nichts, weil der hat genügend Unterwäsche, der hat genügend T-Shirt und der leistet sich nichts, was er braucht. Und deshalb sage ich, wir können die Preise nicht anheben, so wie ich sie anheben müsste, aber wir haben ja gute Zeiten auch schon gehabt und müssen jetzt eben aus den Reserven auch mal die Problematik versuchen, so schnell wie möglich hinter uns zu kriegen und das zu finanzieren. So wie wenn ich sage, ich muss eine neue Maschine kaufen, die Millionen kostet, dann muss ich die halt auch mal bezahlen und dafür kann ich sie dann die nächsten Jahre abschreiben und kann dann wieder eine neue Maschine kaufen. Und so müssen wir gute Jahre nehmen, um auch mal solche schwierige Jahre zu finanzieren und das mache ich selbstverständlich, wobei ich noch gar nicht so ganz sicher bin, ob wir dieses Jahr nicht auch einigermaßen mit plus minus null oder rauskommen, weil wir eben durch das, dass wir am Standort Deutschland fertigen und anständig mit unseren Mitarbeitern umgehen, die Arbeitsplätze garantieren, kriegen wir immer mehr Kunden, die uns schreiben, ich habe das und das gelesen oder das, ich habe jetzt bei Ihnen im Online-Shop bestellt, ich möchte Sie unterstützen und so weiter. Dieses gegenseitige Unterstützen, wir unterstützen den deutschen Standort und die Kunden und die Einwohner, die unterstützen uns. Und da haben wir sehr viele Neukunden bekommen. Also ich sehe das noch nicht so ganz negativ. Aber ich sage mal, selbstverständlich ist es klar, dass meine Mitarbeiter dieses Problem nicht haben. Das ist mein Problem und ich werde das ausbaden müssen. Und ob ich es ganz ausbaden kann oder nicht, das wird sich dann zeigen am Ende des Jahres. Jetzt waren ja verschiedene Branchenvertreter der deutschen Wirtschaft vor einer Insolvenzwelle und vor Deindustrialisierung. Befürchten Sie sowas auch, dass vielleicht Mitbewerber, aber auch Unternehmen anderer Standorte vielleicht schließen müssen? Wir sehen ja auch, dass BASF angekündigt hat, jetzt nicht mehr in Deutschland, nicht mehr in Europa zu investieren, wegen der Unsicherheit, Planungsunsicherheit und wegen natürlich den enorm gestiegenen Kosten, weil man dann auf dem globalen Markt nicht mehr wettbewerbsfähig ist.
Das kann ich natürlich nicht beurteilen, weil ich kein globales Unternehmen bin. Wir produzieren ausschließlich in Deutschland und ich habe hier im Moment natürlich nicht dran gedacht, auch nur einen Arbeitsplatz abzubauen oder zu verlegen, weil ich habe 53 Jahre positiv am Standort Deutschland produziert und werde das auch weiterhin selbstverständlich versuchen. Was wie ein Weltkonzern, der die Welt beliefert und der viele Exporte, Riesenexport hat, das müssen die natürlich beurteilen, wie die Zukunft aussieht. Und da gibt es sicher Fachleute, die eben wissen, dass wenn sie nach USA liefern oder sonst wo und die Waren von Deutschland dorthin transportieren, ob es nicht besser ist, in einem anderen Land zu produzieren. Das kann ich nicht beurteilen, aber das ist natürlich drin. Wenn Deutschland zu sehr problematisch ist, ist ja logisch, dass man dann eine Alternative sucht. Und da ist die Politik gefordert, dass sie sagt, sie darf nicht die klassischen Unternehmen in Deutschland, die die tragende Säule der Wirtschaft sind, so lange drangsalieren, bis sie endgültig sagen, jetzt muss ich mich eben irgendwo anders umsehen. So wie ich einen guten Kunden nicht so lange negativ schlecht beliefern kann und alles mögliche, bis der sagt, jetzt brauche ich endlich einen anderen Lieferanten. Das wäre fatal. Meine guten Kunden werden so behandelt, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, einen anderen Kunden zu suchen, sondern dass sie im Zweifelsfalle sagen, im Zweifelsfalle kann ich bei Trigema, kriege ich das noch. Und das sehen wir auch jetzt, in der jetzigen Zeit, dass viele wissen, im Notfall, wenn sie es nirgendwo herkriegen, dann kriegen sie es bei Trigema, der ist zuverlässiger Lieferant, auch in einer schwierigen Zeit. Und das erwarte ich von der Politik, dass sie diesen Top-Unternehmen, die die tragende Säule der Wirtschaft sind, nicht so viel Probleme aufheißen, dass die am Schluss die Nase voll haben und sagen, wir müssen Alternativen suchen. Das wäre fatal, aber das muss die Politik wissen und muss wissen, was sie tun muss. Ja, oder sie weiß es eben nicht, weil viele Unternehmen tatsächlich mit dem Gedanken spielen, ihre Produktion auszulagern und zum Beispiel auch die USA oder Polen schon sich um deutsche Unternehmen ja eigentlich schon fast kappeln, weil die denen dann versprechen Steuervergünstigung, Versorgungssicherheit, sichere Energie. Dahingehend auch die Frage, sie sind ja dafür bekannt, dass sie mit Trigema zu 100% in Deutschland produzieren. Das ist ja auch ein USP, den sie haben als Trigema und viele kaufen deswegen auch Trigema-Produkte. Gibt es in irgendeinen Punkt, irgendeine Art Schmerzgrenze, wo Sie sagen würden, jetzt reicht es, auch ich überlege mir jetzt, das Land zu verlassen? Oder gibt's da, also würden Sie sagen, nee, ich bleibe hier und wenn es auch noch schlimmer wird? Also gibt es da einen Punkt? Ich muss Ihnen ganz offen, die Frage kriege ich ja öfters gestellt. Ja. Jetzt muss ich Ihnen natürlich da entgegenhalten, vor 30 Jahren gab es in Burladingen noch 26 Textilfabriken. Ja. Und jeder war der Meinung, und wer 100 Leute mehr beschäftigt hat, war reicher. Und jeder hat versucht, dem anderen Arbeitskräfte abzuwerben. Und bei uns war es so, dass wenn eine Mutter bei uns gearbeitet hat und eine Tochter hatte, dann war sie moralisch verpflichtet, uns die Tochter als Arbeitskraft zu geben, bevor sie zur Konkurrenz ging. Und dann haben alle irgendwann nicht erkannt, dass unsere Kunden, die Kaufhauskönige, Versandhauskönige, als erste versagt haben, dass ein Quelle, ein Neckermann pleite gemacht haben oder ein Karstadt oder ein Kaufhof. Das konnte man sich nicht vorstellen. Und denen, und bevor die pleite gemacht haben, haben die Preise gedrückt. Und dann musste man erkennen, dass der Kunde die Preise drückt, weil er selbst Probleme hat. Und ich habe den Mut gehabt, denen Nein zu sagen und musste dann neue Kunden suchen. Und habe somit am Standort Deutschland konstant positiv gearbeitet. Und die anderen haben ihre Arbeitsplätze verlagert. Und dann sind alle, ob Schießer, ob Jockey, haben alle Konkurs gemacht. Götzburg und so weiter, die haben Konkurs. Und ich werde sicher nicht verlagern, um anschließend zu erkennen, dass ich anschließend auch Probleme habe. Der Standort Deutschland ist gut. Nur müssen wir aufpassen, und das ist Aufgabe der Politik, dass wir nicht die Anständigen, die hier sind, immer mehr abzocken und die Unanständigen immer mehr unterstützen. Siehe Karstadt und solche Sachen. Wir brauchen Korrektheit, Gerechtheit, und deshalb gibt's nur eins.
Verantwortung muss zurück, auch in den Unternehmer, und die Leistung muss honoriert werden und Nichtleistung darf nicht honoriert werden. Und deshalb sage ich, wir brauchen Verantwortung zurück, und deshalb nochmal Haftung. Wer Haftung hat, sollte anders besteuert werden als der, der keine Haftung hat, der eine GmbH hat und sagt, solange es gut geht, kassiere ich, wenn es schlecht geht, schmeiße ich hin. Wir brauchen die Verantwortung zurück, dann sind die Entscheidungen garantiert anders, überlegter, verantwortungsvoll und vor allem nicht Größenwahnsinn und Gier. Wenn wir heute von Familienunternehmen sprechen und sagen, das Familienunternehmen, das ich habe neulich, hat unser Ministerpräsident Kretschmann ja den Mittelstandspreis bekommen, und er hat sehr schön gesagt, der Mittelstand, das ist die tragende Säule der Wirtschaft und so weiter. Und aber wenn wir dulden, dass der Mittelstand immer wächst und immer mehr wächst und am Schluss Investoren reinnimmt und am Schluss ist es kein Mittelstand. Wir brauchen kleinere Einheiten, die sind flexibler, beweglicher und die können besser gesteuert werden, und lieber 5 Mittelständler als einen großen. Denn dann hat man das Heft nicht mehr in der Hand, dann ist man abhängig von irgendwelchen Allgemeinheiten, und das darf nicht zugelassen werden. Wir brauchen kleinere Einheiten, die steuerbar sind, die flexibler sind und auch in solchen Krisen eher durch solche Krisen kommen, weil man sie leichter steuern kann als so große Konglomerate. Ja, also wie gesagt, ich beneide und bewundere Ihre Passion, Ihre Leidenschaft, Ihre Energie, und ich bin ganz 100% bei Ihnen. Eigentlich bräuchte die Politik mehr Menschen wie Sie. Sie sind Vollblutunternehmer. Sie haben das System verstanden. Sie wissen, was wichtig ist. Es kann nur einem Unternehmen gut gehen, wenn es den Menschen auch gut geht, wenn es den Mitarbeitern gut geht. Und dann hat man auch Steuereinnahmen, dann geht es im ganzen Land gut. Wenn Wohlstand sich ausbreitet, dann kaufen die auch im Endeffekt ihre Produkte. Haben wir in der Politik zu wenig Unternehmer? Haben wir da zu viele Lehrer, zu viele Verwaltungsangestellte und Juristen? Also, was wir in der Politik alles haben, ich weiß nur, dass die immer wachsen und immer mehr bauen müssen, damit sie Platz haben für ihre Leute. Ich sag mal, ich habe bei 1200 Beschäftigten 38 in der Verwaltung und sage etwas lapidar, in der Verwaltung wird das Geld ausgegeben und in der Produktion muss es verdient werden, also muss ich so wenig wie Leute in der Verwaltung haben. 38, die sitzen alle um mich herum und die werden nicht größer. Weil ich sag mal, je kleiner wir sind, desto schneller sind die Entscheidungen, desto mehr können wir agieren, und je größer die Verwaltung ist, desto komplizierter ist das. Und das muss die Politik wissen. Wir brauchen nicht immer mehr, wir brauchen Leistung und Entscheidungen. Und ich sag mal, wenn wir entscheiden, auch hier, wenn wir entscheiden und sagen, wenn die Grünen entschieden haben, Kernkraftwerke müssen geschlossen werden, Bezug wegen Klimawandel und was weiß ich, dann war das sicher zu der damaligen Zeit richtig. Wenn wir aber plötzlich einen unerwarteten Krieg kriegen und Probleme kriegen, dann müssen wir die Entscheidung von gestern korrigieren, weil wir neue Situation haben, müssen sie kurz anpassen und sagen, okay, die laufen jetzt bis April weiter und dann sehen wir weiter, ob wir sie nochmal 2 Monate, aber wir können nicht sagen, die Entscheidung von gestern, auch wenn sie der heutigen Situation nicht angepasst ist, die muss bleiben. Wir müssen Entscheidungen von gestern müssen wir korrigieren, wenn wir neue Erkenntnisse haben, die wir bisher nicht hatten. Und so muss ich auch entscheiden, konstant. Ich entscheide, und wenn ich eine neue Erkenntnis habe, dann sage ich, gestern habe ich rot gesagt, aber ich erkenne heute, dass grün besser ist, also rot zurück und jetzt grün. Und das ist ganz wichtig, dass wir immer schnell reagieren können und im Prinzip das entscheiden, was durch Neues, nicht zu erwartende Probleme auf uns zugekommen ist, damit wir die Probleme, die da sind, schneller lösen können. Ja, sehr gut, sehr gut. Jetzt haben Sie auch einen wichtigen Punkt gebracht, den Atomausstieg, die Energiekrise generell, die ja teilweise auch hausgemacht ist. Glauben Sie denn, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland jemals mit erneuerbaren Energien betrieben werden kann, oder ist es utopisch? Das fragen Sie mich natürlich zu viel. Das ist ja nicht mein Metier. Und da muss ich mich auf die Verantwortlichen natürlich verlassen können, dass man sagt, ist das machbar oder nicht. Da gibt es ja viele Doktoren und Professoren, die das alles durchrechnen. Und das nehme ich an, dass die Politik eben da die richtigen Berater hat. Ich kann das nicht beurteilen. Ich habe nur gesagt, wenn wir aus dem Atom ausgestiegen sind und gleichzeitig
zulassen, dass der Franzose Atom aufbaut und wir aus Gefahrensituationen Fukushima und so weiter ausgestiegen sind und dulden, dass der Franzose das aufbaut und theoretisch, wenn dort ein Kernkraftwerk explodiert, dann sind wir ja genauso betroffen. Dann müssten wir gemeinschaftlich das machen und nicht einseitig. Und wenn wir es jetzt einseitig getroffen haben und jetzt feststellen, dass wir kurzfristig, dann müssen wir eben die Entscheidung korrigieren. Und ob das ausreicht oder nicht, das müssen die Fachleute wissen. Und ich kann es nicht beurteilen, wie weit die Energiesituation oder die ganze Krise von dem alles abhängt. Und es kann nur nicht sein, dass wir sagen, wir kriegen nachher für die Bevölkerung sozusagen, die frieren im Winter oder haben Riesenprobleme. Es kann dann nicht mehr gearbeitet werden, weil gewisse Leute in der Firma nicht mehr arbeiten können, weil sie nicht geheizt werden kann. Also das wäre fatal. Und das muss die Politik rechtzeitig wissen und dagegen steuern. Und dann muss man auch, so wie ich jetzt auch, muss höhere Gaskosten in Kauf nehmen, auch wenn ich die nie kalkuliert habe. Aber ich muss jetzt das in Kauf nehmen, auch wenn ich das nie zugelassen hätte früher, dass man gesagt hätte, ja, kauft sinnlos Gas zu diesen Preisen voraus. Hätte ich nie zugelassen. Also, deshalb muss man eben sehen, was auf einen zukommt und dann muss man die Probleme lösen. Und deshalb sage ich, wer mir zu mir sagt, er hat ein großes Problem, dann sage ich normal, dann ist er ein Versager, denn jedes große Problem war klein. Und wenn wir es als Kleines gelöst haben, haben wir kein Großes. Und ich frage mich, ob dieses Problem, vor allem der Krieg, nicht als kleines Problem schon seit Jahren, Putin hat 2014 die Krim übernommen. Und da hat man gesagt, da fing das an. Man hat aber nichts gemacht. Ich sag mal, hätte er sein wahres Gesicht gezeigt. Und ich sage, wenn ich sage, er hat sein wahres Gesicht 2014 gezeigt, dann frage ich mich, brauche ich 8 Jahre, bis ich dann endlich Energieprobleme löse? Also das sind alles so Fragen, die ich mich stelle, weil ich sage, wenn ich 2014 dieses Gasproblem auf mich zukommen sehe, dann darf ich heute, 8 Jahre später, nicht davon sagen, ich habe nichts getan, 8 Jahre. Das ist fatal. Und wir müssen eben schnell reagieren und vor allem versuchen, Streitigkeiten zu verhindern und nicht durch immer mehr aufzubauschen. Das ist entscheidend. Und ich habe mich, wie gesagt, mit keinem Lieferanten, mit keinem Kunden je gestritten und wir haben Millionen mit Kunden gemacht, wo wir heute null machen. Streit gab es nie und das sollte es auch in unserer heutigen Welt, sollte man so, wir sind so gescheit, wir studieren immer mehr und da sollte man versuchen, dass man nicht durch Kampf oder durch Krieg Probleme löst, sondern durch Diplomatie und rechtzeitig auch dem anderen versucht, ihn zu verstehen und ihn zu überreden und auch für ihn mal etwas tut, damit er auch dabei ist in der Gesellschaft. Und ich meine, wenn Putin im Bundestag vor 20 Jahren Standing Ovation bekommen hat und im Prinzip auch sich dem Westen annähern wollte, so habe ich es in Erinnerung, dann ist für mich das nicht nachvollziehbar. Ich weiß nicht, was da alles passiert ist und wir müssen eben aufpassen und sagen, wir sind Europa und Amerika ist sicher ein guter Partner von uns, aber die dürfen nicht alles bestimmen, was wir machen sollen. Und wir müssen auch die anderen Staaten bei uns in Europa beachten. Und egal, ob das die Oststaaten sind oder nicht. Und Russland war eine Großmacht. Und ich habe viele Fabrikanten hier gehabt, die waren tolle Fabrikanten. Sie haben dann leider den Wandel der Zeit nicht erkannt, haben aufgelöst. Aber wenn ich einem begegne, auch den Nachkommen, dann werden die immer noch geschätzt und sonst so und nicht missachtet, weil ich sage, sie haben Konkurs gemacht oder sonst etwas. Ja, jetzt haben Sie ja erwähnt, dass die Politik gute Berater hat. Ich meine, das lässt mich manchmal ein bisschen zweifeln, wenn ich die letzten Jahre anschaue, die letzten Entscheidungen der Politik, die tatsächlich dann auch gravierend für die Bevölkerung sind. Welche Schulnote würden Sie denn der Regierung aktuell geben? Also es ist natürlich jetzt sehr schwierig, wissen Sie, ich habe schon oft gesagt. Ich meine, wir haben ja in der Regierung die FDP, die SPD, die FDP und die Grünen.
Aber ich sage mal, die CDU hat das Glück, dass sie im Moment nicht in der Regierung ist, ja, und nur in der Opposition. Ich sage mal, ich möchte im Moment nicht in einer Regierungspartei sein und verantwortlich entscheiden. Das ist eine ganz schwierige Situation. Erstens mal ist da die Demokratie natürlich nicht die ideale Regierungsform. Da wäre natürlich eine gewisse klare Entscheidung, so wie ich als Alleininhaber problemlos entscheiden kann. Das kann die Politik eben nicht. Man muss auf alle Rücksicht nehmen und so weiter. Ganz schwierig, und möchte nicht sagen, die Fehler oder die Fehler sind gemacht. Ich kann nur sagen, die Verantwortung muss zurück, und wir müssen Entscheidungen, unabhängig, was mein Grundsatz meiner Partei ist, wenn wir sagen, das passt jetzt nicht, diese Grundsatzentscheidung passt nicht, wir müssen kurzfristig davon abweichen, dann müssen wir auch die Größe haben zu sagen, okay, kurzfristig weichen wir ab, aber langfristig sind wir wieder dabei. Okay, ja, gut. Gibt es denn etwas, was Ihnen aktuell dann auch noch Sorge macht? Also wo Sie sagen würden, da habe ich wirklich Bedenken für die nächsten Wochen, Monate oder Jahre, nicht nur privat, sondern vielleicht auch als Unternehmer? Ja gut, also sagen wir, das kann ich jetzt so nicht sagen, aber ich kann Ihnen ein paar Beispiele sagen, wo ich eben sage, da würde ich ein bisschen anders reagieren. Ich sag mal, wenn wir im Moment sprechen davon, dass wir keine Arbeitskräfte kriegen, dass wir zu wenig Mitarbeiter kriegen, egal, Handwerk und überall, dann müsste die Politik auch hier sehr schnell reagieren. Und es kann nicht sein, dass ein Mitarbeiter zu mir sagt, Herr Grupp, ich arbeite bei Ihnen 40 Stunden, ich würde gerne 5 Stunden mehr arbeiten, aber dann kriege ich so viel abgezogen, dass es nicht lohnt. Da muss die Politik kurzfristig, wenn wir keine Arbeitslose haben, sondern Mitarbeiterbedarf haben, müssten die sagen, wer 10 Stunden mehr arbeitet, der kriegt das mit Minimalsteuersatz und der kriegt mehr. Da muss reagiert werden, und das vermisse ich von der Politik. Oder dass wir sagen, es gibt jetzt Bürgergeld, alles Mögliche. Und da ist die Frage natürlich, ob wir da nicht kontraproduktiv arbeiten, dass manche Leute sagen, ich kriege jetzt Bürgergeld, ich kriege Wohngeld, ich kriege das, und es lohnt sich gar nicht mehr zu arbeiten. Ich komme damit zurecht, und wir brauchen die Arbeitskräfte, und die braucht die Industrie, die braucht das Handwerk. Und da muss die Politik schauen, dass sie sagt, okay, die Leistung bringen, die arbeiten, die müssen entlastet werden, und nicht die, die nicht arbeiten, dass die sagen, ja gut, es lohnt sich gar nicht mehr zu arbeiten. Da erwarte ich von der Politik schnelle Entscheidungen, die sich auf die Situation anpassen. Wenn wir 5 Millionen Arbeitslose haben, dann ist ja logisch, dass der 40 Stunden arbeitet und 10 Stunden mehr arbeiten will, dass der mehr Steuern zahlen muss, damit er die 10 Stunden nicht arbeitet. Also das verstehe ich ja, aber umgekehrt müsste man das genauso entscheiden. Ja, lieber Herr Grupp, ich glaube tatsächlich, wir werden mehr wie 80-90% Zustimmung bei uns in den Kommentaren haben zu Ihren Aussagen. Die Leute werden Sie wahrscheinlich stark abfeiern. Und ich kann mir auch schon vorstellen, welche Frage am häufigsten kommt, nämlich, kann denn nicht jemand wie Herr Grupp mit dem logischen Menschenverstand in die Politik gehen? Dahingehend auch die Frage, Ihre Tochter hat jetzt das Unternehmen teilweise übernommen. Stünden Sie denn zur Verfügung oder haben Sie jemals mit dem Gedanken gespielt, in die Politik zu gehen? Also das wurde ich ja schon sehr oft gefragt, und das wäre das Letzte, was ich tun muss. Weil ich könnte in einer Demokratie, sage ich ganz offen, ich beneide die Politiker nicht. Die haben es nicht ganz einfach, weil es Demokratie, alles muss gefragt werden, 1000 Dinge. Ich habe es viel leichter. Ich kann, weil es mein Laden ist, kann ich entscheiden, und so muss es gemacht werden. Ja. Aber ich bezahle auch, und ich muss auch die Rechnung übernehmen und muss die Verantwortung übernehmen. Aber zu sagen, wenn ich 5 Geschwister hätte, die alle gleich beteiligt wären, da wäre ich, glaube ich, schon lange gestorben, weil das hätte ich nicht ausgehalten, dieses Hin und Her. Die Entscheidungsmöglichkeit und die Verantwortung ist wesentlich leichter als demokratisch alle abfragen und berücksichtigen und so weiter. Wissen Sie, ich sag mal, da frage ich mich manchmal schon. Ich bin glücklich, dass ich in meiner Firma bin. Ich habe ja, als ich dann mein Studium abgebrochen, das heißt die Doktorarbeit abgebrochen habe und ins Studium und in die Firma musste, weil mein Vater Diversifikation betrieben hat und wir Millionen Schulden hatten. Und dann hat man öffentlich ja gesagt, oder meine Mitarbeiter haben so hinter den Kulissen gesagt, der tut auch nichts, als sich zu verlustieren in Köln, wo er war. Da hatten die nicht ganz Unrecht. Ich habe da eine schöne Zeit verlebt, und jetzt soll er endlich mal was arbeiten. Und dann habe ich aber gesagt zu meinen Eltern, ich habe ja 2 Geschwister,
ich übernehme das und mache das und die Verantwortung, aber ich möchte alle Anteile, die in unserer Familie waren, das waren 52,5%. Mein Vater hatte 5% als Geschäftsführer und meine Mutter hatte, wie ihre Schwester auch, meine Tante, 47,5% und damit hatten wir 52,5%. Die will ich alleine. Weil ich gesagt habe, ich werde mich mit meinen Geschwistern nicht auseinandersetzen wollen. Und später habe ich dann die Anteile von meiner Tante übernommen. Die hat sie mir dann verkauft. Wir hatten immer ein sehr gutes Verhältnis. Und deshalb bin ich Alleininhaber. Und das ist wesentlich leichter als irgendwo in einer Politik, wo man auf 1000 Dinge Rücksicht nehmen muss. Wissen Sie, wo ich sage, also da möchte ich nicht tauschen und mich können Sie in der Politik mindestens in diesem Leben nicht erwarten. Ja, verstehe ich. Ja, Sie sind jetzt 2-3 Jahre älter wie ich, darf ich mal behaupten. Wo nehmen Sie denn diese unglaubliche Energie her? Also, das war ein sehr schönes Kompliment, wenn man so jung ist wie Sie. Ich bin 3-mal so alt wie Sie wahrscheinlich. Nein, wahrlich nicht. Sie sind geistig super fit. Also, wenn ich in Ihrem Alter geistig und auch rhetorisch noch so eloquent bin, dann habe ich alles richtig gemacht. Aber die Frage, die ich mir wirklich stelle, um das auch zu erreichen, wo nehmen Sie die Energie her? Wo nehmen Sie die Passion her? Also, was treibt Sie an und was ist Ihr Geheimnis, Herr Krupp, dass Sie aussehen wie 50? Ja gut, also das ist eine gewisse Zufriedenheit und auch mal mit dem zufrieden sein, was man hat. Und wenn man das Glück hat, dass man nicht so viel negative Dinge erleben musste. Wissen Sie, wenn ich laufend Probleme habe und Probleme nicht löse, dann zehrt das auch an mir. Und ich habe eben versucht in meinem Leben, weil ich Egoist bin, meine Probleme zu lösen, damit die weg sind. Und wer die Probleme löst und weg hat, der hat leichteres Lachen. Und ich lache natürlich lieber, als dass ich die ganze Zeit traurig bin und sonst was. Und deshalb sage ich, wer sich die Probleme sozusagen weg, wer sie löst und weg hat, hat ein leichteres Leben. Und ich bin eben egal. Ich habe ja, vor den Krisen immer, ich habe ja gesagt, wir hatten 100-jähriges Jubiläum am 26. Oktober 2019 und da war die Welt noch in Ordnung. Und da hätte ich nie dran gedacht, dass 4 Monate später die Pandemie kommt. Und dann werden meine Geschäfte geschlossen. Und dann haben wir sehr schnell reagiert und wir wurden plötzlich mit geschlossenen Geschäften, wo 50% damals unserer Produktion drüber gelaufen ist. Ja, und dann hat einer angefragt, ob ich nicht eine Maske machen kann. Dann hat er zu mir gesagt, habe ich gesagt, schicken Sie mir so ein Ding zu. Dann habe ich so eine Fließmaske bekommen, habe ich das angeguckt und habe gesagt, ich kann Ihnen höchstens eine Stoffmaske liefern aus kochfestem Stoff. Die ist dann zwar teurer, aber wenn Sie sie 100-mal waschen, ist die billiger am Schluss. Und dann haben wir 2,3 Millionen Masken gemacht. Also das heißt, man kann aus jedem Problem kann man auch was Positives machen. Angucken. Problem angucken, lösen und daraus was Positives machen, das habe ich versucht und das ist mir gelungen. Und deshalb sage ich, ist es so, dass ich vielleicht etwas leichter durchs Leben gegangen bin, als wenn Leute ewig ihre Probleme vor sich herschieben und nachts nicht schlafen können und so weiter. Ich sage mal, wer die Probleme löst, kann nachts schlafen, wacht morgens wieder auf und es geht zu neuen Taten. Sehr schön, sehr schön. Ja, jetzt kommt eine Frage, die hat nichts mit Wirtschaft zu tun oder mit Unternehmertum, sondern allgemein gehalten, nämlich was ist denn der Sinn des Lebens für Wolfgang Krupp? Also ich habe sicherlich im Leben Glück gehabt, dass ich in eine Familie geboren wurde, Unternehmerfamilie, wo ich die Chance hatte, theoretisch nachher selbstständig die Firma führen zu können oder nicht um einen Arbeitsplatz suchen zu müssen, sondern dass ich die Nachfolge antreten konnte in dritter Generation. Aber ich habe nicht nur diese Vorteile bekommen. Ich habe auch gewusst, dass ich diese Vorteile selbstverständlich bekomme, aber auch die Verpflichtung mit übernehmen muss, diese Firma in die nächste Generation weiterzuführen. Und das habe ich versucht. Man darf nicht nur Vorteile genießen, man hat mit Vorteilen auch Verpflichtung. Und wenn ich sage, ich bin eben in eine andere Familie geboren, dann habe ich auch eine Verpflichtung meinen Mitarbeitern gegenüber. Ich sage mal, die Verpflichtung nehme ich auch wahr. Sie sind meine Mitarbeiter und für sie stehe ich gerade. Und wenn ich einem einen Arbeitsplatz anbiete, dann sage ich ja, kommen Sie zu mir, Sie kriegen bei mir Arbeit. Und er sagt zu mir, ich komme zu Ihnen, ich biete Ihnen meine Arbeitsleistung an. Und wenn beide ihre Aufgabe erfüllen, er mir die Leistung gibt und ich ihm Arbeit gebe,
dann ist das alles wunderbar. Und das ist meine Aufgabe, dass ich einen Mitarbeiter eingestellt habe und auch immer dafür gesorgt habe, dass er Arbeit hat und noch nie in meinen 53 Jahren Kurzarbeit oder einen Mitarbeiter aus Arbeitsmangel entlassen habe, sondern steht meine Aufgabe, Verpflichtung den Mitarbeiter gegenüber, dass ich ihm eine Arbeit anbiete und ihm die Arbeit biete, das eben gewährleistet habe, auch in sehr schwierigen Zeiten. Und der Mitarbeiter stand zu mir auch in schwierigen Zeiten, wenn es mal schwierig war. Und deshalb haben wir heute vielleicht auch einen gewissen Vorteil, dass wenn Leute noch einen Arbeitsplatz suchen und sagen Trigema, dann kommen sie vielleicht eher zu Trigema, weil sie da einen gesicherten Arbeitsplatz erwarten können. Ja. Ja, sehr schön. Es ist mir doch noch eine Frage zum Abschluss eingefallen, nämlich, was würden Sie denn der Politik momentan ans Herz legen? Also welchen Rat hätten Sie denn für die Politik? Einiges ist ja schon durchgedrungen, aber gibt es noch irgendwas, wo Sie sagen würden, liebe Herren in Berlin, bitte macht das, oder ich habe hier einen wunderschönen Tipp aus 50 Jahren Erfahrung? Also ich sag mal, wenn Sie jetzt aus 50 Jahren Erfahrung, dann würde ich sagen, das hat mit mir nichts zu tun. Wir müssen endlich sagen, wir brauchen wieder die Verantwortung zurück in unsere Gesellschaft. Die Eltern haben als erstes die Verantwortung für ihre Kinder und nicht der Staat. Und wenn die Kinder etwas verbrechen, dann sind die Eltern in der Verantwortung als erstes. Und so ähnlich habe ich auch die erste Verantwortung für meine Mitarbeiter. Und dann sollte die Regierung endlich mal sagen, die Verantwortung und Haftung, die muss anders besteuert werden. Das habe ich ja schon mal gesagt. Ja. Wir müssen die Steuern anders, wer verantwortlich ist und Haftung übernimmt, auch in schwierigen Zeiten, muss anders besteuert werden, als wer in guten Zeiten kassiert und in schlechten Zeiten eben hinschmeißt. Dann würde auch Frau Sarah Wagenknecht sagen, das ist in Ordnung, dazu stehe ich, dass der den halben Steuersatz kriegt, weil er auch in schwierigen Zeiten mit seinem Vermögen gerade steht. So, das ist Punkt 1. Und Punkt 2, das natürlich im Moment gravierender ist, wir müssen alles tun, egal ob es der Amerikaner will oder nicht. Biden hat ja jetzt auch klein beigegeben und hat gesagt, mit Moskau verhandeln. Ja. Wir müssen den Krieg beenden. Wir müssen alles tun und wir müssen aufhören, die Waffen zu liefern. Wir müssen aufhören, Milliarden in den Ukrainern liefern, damit die sich gegenseitig hochdrehen. Irgendwo kommen wir in die Gefahr der Atomgeschichte, weil ich sage jetzt mal, bevor eine ehemalige Großmacht als Verlierer vom Platz geht, könnte natürlich sein, dass Reaktionen kommen, die wir nicht erwarten können oder dürfen. Und deshalb sage ich, wir müssen alles Diplomatische tun und auch die Politik und der Mainstream und ARD und ZDF muss endlich mal wissen, es gibt auch eine Alternative als nur Waffen liefern, Krieg hochheizen, Russland besiegen. Das wird es nie geben. Wir können nur Frieden schließen und irgendwo den Krieg beenden. Super. Ja, weise Worte, lieber Herr Krupp. Vielen, vielen Dank für Ihre wertvolle Zeit. Es hat wieder große Freude gemacht und mich würde es natürlich auch interessieren, was ihr zu den Aussagen von Herrn Krupp sagt. Ich werde unten natürlich auch nochmal die Webseite von Trigema verlinken. Ich freue mich über eure Kommentare. Daumen nach oben und natürlich gerne Abo dalassen und die Glocke aktivieren und das Video kräftig teilen, bitte. Ihnen, Herr Krupp, tausend Dank. Ich freue mich jetzt schon auf ein Wiedersehen, auf ein neues Gespräch. Es gibt ja viel zu tun und es gibt ja viel zu besprechen in Zukunft und ich bin mir sicher, wir werden das ein oder andere Mal noch miteinander sprechen dürfen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Herzlichen Dank und auch Ihnen alles Gute und weiterhin so viel Erfolg, wie Sie ihn bisher gewohnt sind. Danke, danke. Da sind wir auch Brüder im Geiste. Vielen, vielen Dank Ihnen natürlich auch und der Firma Trigema. Herzlichen Dank. Dankeschön. Danke.